officials, Rezeption. Diese Leute, die wir in unseren Filmen gestellt haben, sind Leute, die das Jahr 2012 nicht ausweisen explizit als das Jahr, wo etwas und nur in diesem Jahr passieren wird, sondern 2012 ist übrigens auch für mich ein Jahr der Transformation. Das ist ein Jahr, überhaupt 2012 ist für mich ein Symbol für eine Veränderung, für eine Wandlung im Bewusstsein. Dass sich das natürlich auch nach außen darstellt, das ist korreliert mit möglicherweise sogar kataklystischen Ereignissen. Das ist eigentlich naheliegend sogar, denn alles, was uns die Wissenschaftler heute anbieten, sogar auch die NASA selber, die ihre Warnstufen alle viertelhalbe Jahre immer weiter erhöhen und sagen eben, Ende 2012, nun relativieren sie, sagen möglicherweise aber auch Mai 2013, aber dann bestimmt, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zumindest, wird mit der Welt etwas Großes passieren. Durch Sonnenstrahlung zum Beispiel werden hier große Ereignisse stattfinden, Stromausfälle und so weiter. Das ist ein Bereich, den ich nicht näher bewerten möchte. Für mich sind das Dinge im Außen. Und das Außen ist letztlich nicht das, was uns was angeht, sondern im Inneren. Hier geht es für mich auch zu erkennen, dass die ganzen Krisen, die wir jetzt schon kennen, die sich natürlich steigern werden zu Katastrophen, auch nur, ob nun Wirtschafts-, Finanz- oder auch Medizinkrise mit den Pandemien möglicherweise, alles nur Symptome sind einer Krankheit. Das heißt, sofern hier die Ursache nicht erkannt wird, wird das Gleiche passieren, was wir in der Medizin kennen, dass eine reine palliative Therapie nie zu einer Heilung geführt hat. Zumindest nicht zu einer nachhaltigen Heilung. Dann kamen die Ursachen letztlich oder die Krankheiten wieder. Wenn also nicht erkannt wird, also die Ursache für das eigentliche Dilemma hier auf der Welt, was eben gleichbedeutend ist mit, es ist unsere Geisteshaltung gewesen, unsere egozentrische oder egoistische, profitmaximierende Geisteshaltung, die das produziert hat, was wir da finden. Sofern das nicht erkannt wird, wird sich die Welt nicht ändern, werden die Dinge höchstens noch dramatischer werden. Das Ganze wird zunehmen, so wie sich auch die zeitliche Wahrnehmung immer weiter erhöhen wird. Das heißt, die gefühlte Zeit, die immer schneller wird, ist tatsächlich auch eine messbar schnellere Zeit. Und es wird irgendwann uns gar nichts anderes übrig bleiben, als einfach mal hinzuschauen, zu sagen, du bist das, der das gerade sieht und das verursacht hat. Was hat das alles mit der Sonne zu tun? Die Sonne ist ein, vor allen Dingen sollte man, bevor man mit Einzelaspekten anfängt, ob nun Sonne oder auch das geomagnetische Feld oder die kosmischen Strahlen im Allgemeinen, wo auch immer sie herkommen, sind in der Regel erstmal außen, von außen kommend. Da aber die Dinge rein aus der Quantenphysik innen und außen nicht mehr trennen, alles gehört zusammen, von Non-Lokalität und Entanglement wird hier gesprochen, das ist die neue und das ist vor allem die de facto Physik, sollten wir erkennen, wenn jetzt Dinge von der Sonne durch extreme Sonnenexplosionen unser Erdmagnetfeld und damit eben unsere psychische Stimmungs- und Bewusstseinslage nachhaltig verändert, dann sind das Dinge, die äußerlich einwirken, um aber innerlich Wirkprozesse anzustoßen. Und wie funktioniert es? In der Regel Ablauf ist, wenn man hinschaut, warum an bestimmten geomagnetischen Tagen, das heißt, wo geomagnetische, also erdmagnetische Anomalien vorherrschen, die von der Sonne induziert oder ausgelöst wurden, Menschen zu psychisch auffälligeren sind als gegenüber der Norm, Aufnahmequoten in psychiatrischen Anstalten, Selbsteinlieferungsquoten übrigens. Leute, die hingehen und sagen, hey, mit mir stimmt was nicht, ich möchte erst mal beobachtet werden, die werden nicht zwangseingewiesen, um mehrere hundert Prozent an den Tagen, sagt ja was. Dass die Halluzination an den Tagen zunimmt um mehrere hundert Prozent und. Die Kette, die sich beliebig erweitern. Sagt aber eins, und das weiß ich nur wiederum, gerade weil das ein Forschungsschwerpunkt meiner Arbeit ist, dass die Wechselwirkung dieser Felder ganz direkt mit unseren neurochemischen Strukturen in Verbindung steht. Das heißt, unsere induzierten Bewusstseinsmoleküle und auch Gefühlsmoleküle werden hier direkt angesprochen. Über die Zirbeldrüse zum einen und sicherlich andere Gehirnorgane noch zum anderen. Welche Auswirkungen hat es jetzt zum Beispiel so ein solares Event auf die menschliche Gesellschaft? Jeder reagiert natürlich anders auf die kosmischen Ereignisse. Fakt, wir sind jetzt schon, stehen voll unter dem Einfluss dieser Ereignisse. Und hinzu kommt, dass wir ein immer weiter schwächelndes Magnetfeld vorherrschen oder vorfinden, dass dieses Magnetfeld auch teilweise geradezu exponentiell in den Keller fällt und dass wir dadurch eben noch sensibler sind für eben kosmische Feldeinflüsse, so möchte ich es mal sagen.
wird ihn jeden dort erreichen, wo er sich gerade befindet. Entweder in einer stabilen Grundhaltung, geistigen Grundhaltung oder in einer eben unstabilen. So wird ein Mensch, der also in einer geistig unstabilen Grundhaltung unterwegs ist, auch diese, die Wirkungen, die negativen Wirkungen, was Angst zum Beispiel heißt, nicht? Wesentlich stärker spüren als jemand, der in seiner sogenannten Mitte ist, ausgeglichen ist. Was genau passiert da? Warum ergibt sich dieser Unterschied zwischen denen, die, sag ich mal, in ihrer Mitte sind und denen, die nicht in ihrer Mitte sind? Zum einen natürlich dadurch, dass jemand schon eine gewisse geistige Reife erzielt hat, eine Grundhaltung, die einfach mal in sich schon relativ stabil ist, indem er einfach mal bestimmte Erkenntnisse schon gewonnen hat, Erfahrungen schon gemacht hat. Zum anderen aber auch, und da finden wir uns alle wieder, sind es auch die Ereignisse, wo wir einfach mal aus unserer Mitte gerissen werden. Also auch ein Guru, sage ich mal, der es schafft, in der transzendentalen Meditation was auch immer zu bewirken, also voll in seiner Konzentration, in seiner Mitte zu sein. Auch ein solcher Mensch ist in dem Moment, wo er nicht mehr in diesem Zustand ist, keiner kann ihn ewig halten, eben auch erreichbar für diese Felder, für diese Ereignisse. Aber es wird ähnlich sein wie das, was Timothy Leary damals erlebt und erfahren hat. Er hatte also durch die Erkenntnisse oder Erfahrungen seiner Probanden, die er hatte, den er LSD gereicht hat, ein psychoaktiver Wirkstoff, den unser Körper übrigens selber produzieren kann. Das tut er in der Regel grundsätzlich nachts, dann träumen wir, können uns aber so gut wie nichts daran erinnern, wenn wir wieder aufwachen. Dass ein solcher Wirkstoff, wenn er ihn zum Beispiel jemandem gibt, einen Schamanen hat er ihn gegeben, ein Indianer aus Südamerika, eine Überdosis geradezu. Wie er schrieb, eine ganze Kompanie hätte damit in eine bewusstseinserweiternde Situation geführt werden müssen. Dieser Mann die ganze Packung genommen hat, dieser Schamane, und hat nichts gemerkt. Dieser Mensch ist in seiner Mitte. Es gibt also, darauf will ich hinaus, einen Schwellenwert, wenn der erreicht ist, dass wir dann sozusagen es schon geschafft haben. Gibt es denn auch Auswirkungen auf, sage ich mal, Wirtschaft, was die Sonnenaktivität angeht? Oh ja, am bemerkenswertesten und am unmissverständlichsten macht uns die Studie der Federal Reserve Bank klar. Eine Studie, die öffentlich zugänglich ist, wenn man bei NASA, wenn man bei Google zum Beispiel oder eben Yahoo einfach nur Federal Reserve Bank eingibt. Und geomagnetische Anomalien, so wird man feststellen, dass es dort ein Arbeitspapier gibt, das allen leitenden Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird. Eine Studie, die ungefähr 40 Seiten oder 48 Seiten ganz genau umfasst. Nichts weiter belegt als die Korrelationen oder Zusammenhänge zwischen von der Sonne hervorgerufenen geomagnetischen, also erdmagnetischen Anomalien und den daraus sich ergebenden psychischen Auffälligkeiten von Menschen. Dass diese psychischen Auffälligkeiten auch natürlich Angst sind. Und ist dann natürlich eine Logik, dass sich aus dieser Angst wiederum auch ein schwächelndes Stockmarkt, ein schwächelnder Stockmarktwert ergibt, ist schon mal ein guter Indikator. Das heißt, das, was im Allgemeinen ist mal leidenschaftslos auf uns einwirkt, erreicht viele Menschen natürlich unterschiedlich, da wo sie gerade abgeholt werden können. Aber das, was hier ganz deutlich mit der Wirtschaft auch passiert, dass Menschen tatsächlich über diese Wirkeinflüsse, über ihre Angst zum Beispiel, was eben nichts weiter heißt, als dass sie nicht aufgeklärt sind über diese Ergebnisse und über diese Ereignisse, atypisch sich verhalten. Also mit anderen Worten, wir sind eigentlich schon immer von der Sonne gesteuert, unser gesamtes Verhalten. Sind wir willenlose Zombies von der Sonne gesteuert? Wo kommt denn da das Ich noch rein? Ja, also ich möchte es nicht als willenlose Zombies darstellen, aber rein faktisch gesehen sind wir Opfer unserer Hormonausschüttung im Allgemeinen. So kann man das recht leidenschaftslos nennen. Es gibt nicht wenige Physiologen, die das so sehen und Endokrinologen, dass wir sozusagen vollgesteuert werden von Wirkstoffen, die uns eben in bestimmte Stimmungs- und Bewusstseinslagen halten. Das sehe ich so nicht ganz. Das ist ein Aspekt, aber das ist nicht das Ganze. Also tatsächlich ist es so, dass der Körper grundsätzlich ja selber auch produziert, aber immer nur in Reaktion dessen, bewusstseinsmäßig gerade aufhalte. Denn aus diesen inneren Bildern, die ein bestimmtes Bewusstsein darstellen, ergehen ja dann auch die entsprechenden Emotionen und Gefühle, was ja gleichbedeutend ist. Und wer diesen Mechanismus einmal begriffen hat, wird mit diesen Situationen, die zunehmend uns erreichen und eigentlich ja jetzt schon, aber eben zunehmend mehr auch uns geradezu auch beuteln werden, dass er eben damit besser umgehen kann. So, also du siehst
müsste einen massiven Bewusstseinssprung auf die Menschheit zukommen. Und warum sollten wir den nicht einfach so zulassen, wie er ist? Was hast du denn gegen Roland Emmerichs 2012? Ganz und gar nicht. Das, was mir eben nicht gefällt, ist, dass es keine Alternative zum Weltuntergang angeboten wird. Das sehe ich eben tatsächlich als Fakt, dass eben diese Alternative immer da ist, auch mit oder ohne Lothar Emmerich. Krankheit als Weg wäre die Schlagzeile, die wir alle kennen. Wenn also ein Symptom draußen zu erkennen ist, Katastrophen, die wir jetzt schon als Katastrophen definieren, werden noch klein sein gegen die, die noch kommen werden, sind das aber alles nur Symptome, wie ich schon sagte, um letztlich zu erkennen, dass irgendwas mit der Welt nicht stimmt. Wenn wir dann aber endlich mal alle erkennen, dass unser Bewusstsein es macht, dass unsere Geisteshaltung sozusagen fehlgedeutet wurde, profitmaximierend, wie auch immer, egozentrisch, egoistisch ausgedeutet, dass das sozusagen das Resultat ist, was wir da jetzt reflektiert bekommen. Wenn wir das einmal durchschaut haben, dann wird eine Auflösung erfolgen. Für mich ist diese Auflösung gleichbedeutend mit einem Bewusstseinssprung. Okay. Wie wird die Menschheit nach diesem Bewusstseinssprung aussehen? Wie wird die Welt aussehen? Insofern, ich habe schon sehr viel Zeit damit verbracht, mir genau darüber Gedanken zu machen. Ich leite mein Ergebnis ab aus Erfahrungswerten, dass ich also mit Menschen und auch mit Patienten gearbeitet habe, die in aussichtslosen Situationen gestellt wurden, die dann aus dieser aussichtslosen Situation herausgekommen sind. Auch übrigens durch bestimmte Felder, die wir jetzt naturgemäß wieder vorfinden, durch die Sonne, durch die Erde. Sehe ich eine Situation, einen erwachten Menschen, der sich dadurch auszeichnet oder daran besonders sein wird, dass er sich selber erkennt als ein Wirkaspekt eines großen Ganzen. So wie Schrödinger sagte, das Bewusstsein ist ein Plural, was kein Singular hat. So heißen, es gibt nur ein Bewusstsein, das war immer schon da. Unser Ego hat sich davon getrennt. Und wenn unser Ego als Ego erkannt wird, ich will nicht behaupten, dass ein Ego schlecht ist, hat sich nur in die vorderste Reihe gedrückt und hat die Regie übernommen. Sofern das jetzt aufgelöst wird und dazu wirken, tragen diese Ereignisse bei, werden wir uns wieder einbringen sozusagen in dieses ganze Bewusstsein, ganzheitliche Bewusstsein. So werden auch sich daraus automatisch, aus dieser Wahrnehmung heraus, völlig neue und tatsächlich soziale Handlungen ergeben, die für mich aus purer Freude bestehen. Welche Antwort hat eigentlich jetzt die, sag ich mal, Mainstream-Wissenschaft auf deine Forschungen und die von deinen Kollegen? Zunehmend mehr aus der Schulwissenschaft äußern sich zu diesem Thema. Ich finde es erfreulich, dass es eben auch Leute wie Professor Laszlo oder eben gerade Hans-Peter Dürr, der gerade mit mir zusammen im Elixier einen schönen Artikel verfasst hat, genau vor mir, hat mir also sozusagen den roten Teppich damit ausgelegt und ich wusste gar nicht, dass er dort schreibt und worüber er schreibt, sozusagen als Astrophysikprofessor und Nobelpreisträger für Physik, dass dieser Mensch im Grunde genommen zu den gleichen Schlussfolgerungen kommt und sagt, wir stehen vor einem Evolutionssprung und dieser Evolutionssprung wird durch das Bewusstsein erfolgen. Letzte Frage, deine beste, schönste Vorstellung von der Zukunft der Menschheit? Was wünschst du dir? Eine Welt, wie wir heute sagen, die auf Augenhöhe aufgebaut ist, wo es keine Hierarchien gibt, wo es eine absolute Gleichberechtigung ist, die nicht durch eine Gesetzesbestimmung sich aufstellt oder erkennt, erfährt, sondern auf purer Erkenntnis heraus, dass wir tatsächlich alle eins sind und dass sich einfach so anfühlt, dass ein jedes So sein, an jede Handlung, an jeder Wunsch, immer nur aus der Freude heraus entsteht. Und diese Freude ist für mich gelebte Liebe, Liebe in Aktion. Vielen Dank, viel Glück für den neuen Film Revolution 2012.